Tattoo. Sieh mal da. Fliegende Steine. Das ist der größte fliegende Steinesturm, den ich je gesehen habe. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Kommt und spielt mit mir. Abenteuer erlebt man hier. Oh. Und immer finden nach Hause wir. In einem Land vor unserer Zeit. Vor unserer Zeit. Schon wieder einer. Ich frage mich, wie viele das sind. Oh, mir aufgehört mit Zählen. Das ist ein gewaltiger fliegender Steinesturm. Ja, ganz ohne Frage. Alles in Ordnung, Ruby? Oh, Entschuldigung, ich hatte gerade so ein komisches Gefühl wie eine Erinnerung. Aber ich erinnere mich nicht, ob ich mich daran erinnere oder nicht. Seht mal, jetzt kommt ein ganz großer runter. Was wohl mit den fliegenden Steinen, Ruby? Das hoffe ich, Chomper. Das hoffe ich. Ihr seht müde aus, Kinder. Ihr habt euch wohl die ganze Nacht lang die fliegenden Steine angesehen, was? Aha. Ja, ja, klar. Ich denke, heute Nacht wird es noch mehr fliegende Steine geben. Noch mehr fliegende Steine? So ist es. Deshalb nennt man sie auch die Nächte der fliegenden Steine. Was? Die Nächte der fliegenden Steine? Hä? Ja, genau, Kinder. Und das aus gutem Grund. Das Schauspiel, das ich meine, sieht man nicht jeden Tag. Am Himmel fliegen Steine, was ich sehr gerne mag. Ein jeder kann sie sehen, die Nacht wird leuchtend hell. Deshalb müsst ihr nicht ängstlich sein, das vergeht wieder schnell. Seht's euch an, sie ziehen ihre Bahn. Seht's euch an, nächtelang leuchten sie dann. Seht's euch an, man sieht sie dann und wann. So ein, zwei Nächte oder drei, dann ist es vorbei. Schnell vorbei. Ach ja, ich erinnere mich. Ich habe die Nächte der fliegenden Steine schon einmal erlebt. Ach ja? Ja. Ich war noch ein Nestling und lebte im geheimnisvollen Jenseits. Ich habe meine Mama gesucht. Mami? Mami? Ruby, wo bist du denn nur? Sie kann nicht weit weg sein. Wenn ihr nun etwas passiert ist. Wir finden sie. Ruby! Mami, wo warst du denn? Ich hab dich gesucht, aber ich hab dich nirgendwo gesehen. Ich konnte dich auch nicht finden. Aber ich verspreche dir, dass das nie wieder geschieht, mein Kleines. Wenn wir das zerklüftete Tal passieren, kommen wir zu einer Felshöhle, in der du sicher bist. Und wenn so etwas nochmal passieren sollte, dann läufst du sofort hierher und ich mach dasselbe. So können wir uns nicht verlieren. In der nächsten Nacht gab es noch mehr fliegende Steine und wir waren alle zusammen in der Felshöhle. Und jetzt passiert es wieder. Das heißt, ich muss zu dieser Felshöhle zurückkehren.
Nicht jetzt, Ruby. Wenn die fliegenden Steine im geheimnisvollen Jenseits aufschlagen, können sie ein Feuer verursachen. Feuer? Im geheimnisvollen Jenseits gibt es nicht so viel Wasser wie hier bei uns. Ein Feuer kann dort sehr gefährlich sein. Aber wenn es gefährlich ist, dann findet meine Familie in der Felshöhle Schutz. Ich muss hingehen, um sicher zu sein, dass es ihnen gut geht. Das ist viel zu gefährlich, Ruby. Petri hat recht. Ja, das ist ziemlich gefährlich. Oh ja, oh ja. Ich denke, ich muss ein bisschen nachdenken an meinem Nachdenkungsplätzchen. Ich weiß, es kann gefährlich sein, wenn ich gehe. Aber ich werde mich nie wohlfühlen, wenn ich nicht wirklich weiß, dass es meiner Familie gut geht. Hallo. Ist da jemand? Oder bin ich ganz allein? Du bist nicht allein. Oh nein, nein, nein. Ducky, du hättest nicht den weiten Weg herkommen sollen. Und dann noch ganz allein. Aber ich bin nicht allein. Ich war bei deinem Nachdenkungsplätzchen, aber da warst du nicht. Also bin ich deiner Spur mit meiner Schnüffelnase gefolgt. Du hättest uns sagen müssen, dass du weggehst. Wir möchten dir doch helfen. Aber ich muss mich beeilen und ich bin am schnellsten, wenn ich allein bin. Ruby, es ist zu gefährlich, allein zu gehen. Ja, das ist es, das ist es. Also kommen wir mit dir mit. Aber ich möchte nicht, dass meinen Freunden etwas passiert, weil sie mir helfen wollen. Dann wird mir nichts passieren und dir wird nichts passieren und uns allen wird nichts passieren, weil wir zusammen sind. Also, ich finde, das klingt logisch. Mitkommen wollt, dann müsst ihr schneller mitkommen. Wir machen ja schon so schnell, wie wir können. Oh ja, oh ja. Verbrannten Bäume verbrannten, als ich das letzte Mal hier war. Sind wir bald endlich bei deiner Höhle? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich weiß, wo die Höhle war, aber ich weiß es nicht ganz genau. Ist ja auch schon sehr lange her. Da warst du noch viel kleinerer als jetzt. Na ja, aber wir kommen garantiert nicht an, wenn wir es nicht wenigstens versuchen. Da lang! Dieser Ort irgendwie bekannt vor. Das liegt daran, dass wir im Kreis gegangen sind. Es wird bald dunkel, Ruby. Dann müssen wir uns beeilen. Wenn die Höhle bei Licht schwer zu finden ist, dann ist sie im Dunkeln noch schwerer zu finden. Vielleicht hilft dir ja eine kleine Pause, dich etwas besser zu erinnern. Nein, ich werde weitersuchen, so lange, bis mir die Augen zufallen. Thank you.
Pappnase hatte recht. Auch in dieser Nacht kommen die fliegenden Steine wieder. Also im geheimnisvollen Jenseits sehen sie gar nicht so gefährlich aus. Siehst du die da, Spikey? Spikey? Wo ist der denn hin? Spikey? Spike, wo steckst du? Hey, Spikey, komm zurück! Nicht zu laut. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht, Spikey. Na schön, ruhen wir uns aus. Sie kommen immer näher. Aua! Ruby hat sich den Fuß verletzt. Glück gehabt. Sie haben bestimmt gehört, wie du nach Spike gerufen hast. Ihr hättet auf mich hören sollen. Warum seid ihr nicht zu Hause geblieben? Psst, sie kommen wieder zurück. Wo sollen wir denn jetzt hin? Hierher! Hier lang! Worauf wartet ihr denn noch? Sicherheit, bedankt euch später. Mir nach! Ich bin Skip. Ich habe gesehen, wie euch die beiden Hohlköpfe verfolgt haben. Ich kann die Typen nicht ausstehen. Mein ganzes Leben lang renne ich vor denen weg. Lebst du hier mit deiner Familie? Ich habe keine Familie. Weiß nicht mal, wer meine Eltern sind. Rotklaue hat sie schon vor langer Zeit erwischt. Zumindest glaube ich das. Die haben gemerkt, dass sie euch verloren haben. Hier lang! Kralle und Klaue, die suchen uns immer noch. Die werden euch nicht finden. Niemand kennt das geheimnisvolle Jenseits so wie ich. Kennst du vielleicht die Felshöhle in der Nähe vom zerklüfteten Tal? Die Felshöhle? Los, schnell, kommt mit! Der bewegt sich noch schneller, als er redet. Was sagst du jetzt? Das zerklüftete Tal? Die Felshöhle? Oh, ich danke dir, Skip. Sag ich doch. Ich kenne mich hier aus. Kommst du nicht mit uns mit? Ich bin schneller, wenn ich allein bin. Und ich muss noch viel erledigen, hab viel vor. Zurück jetzt in die Richtung. Alles klar. Danke, Skip. So hatte ich sie in Erinnerung. Wow, ist ganz nett hier. Jap, jap, jap. Aber wo ist meine Familie? Habt ihr sie gesehen? Nein, nein, nein.
Warum sind sie nicht hier? Hä? Was war das? Ruby, bist du das Kind? Ich bin es, oh ja. Ruby? Unsere Ruby. Sie ist es wirklich. Wir hatten nicht erwartet, dass hier jemand ist. Vor allen Dingen nicht du, meine kleine Ruby. Aber wir sind froh, dass du da bist. Ich bin auch ganz doll froh, dass ihr da seid. Ich bin sehr glücklich, ihr seid in Sicherheit. Wie schön, euch zu sehen. Schön, dass ihr glücklich seid. Fliegende Steine machten mir große Sorgen. Sie sind mit Feuer heruntergekracht. Drum bin ich hier. Ich wollte sehen, wie es euch geht. Ich hab mir große Sorgen gemacht. Ich bin so glücklich, dass wir hier zusammen sind. Ich... Das ist Rotklaue. Kommt schnell, hier lang. Ach, Ruby, ich freue mich so, dich zu sehen, meine Kleine. Aber du hättest nicht herkommen sollen. Das ist zu gefährlich. Das haben meine Freunde auch gesagt. Aber sie sind trotzdem mitgekommen. Das sind sie, ganz ohne Frage. Oh, sie müssen dich wohl sehr ins Herz geschlossen haben. Ja, es ist fast so, als wären sie auch meine Familie. Ja. Wir sind eine große Talfamilie. Ja, das sind wir. Oh, vielen Dank, Ducky. Spike. Jetzt weiß ich, dass es euch gut geht und kann wieder zurückgehen. Ich muss Chomper helfen, herauszufinden, wie man das geheimnisvolle Jenseits vor Rotklaue beschützen kann. Wir werden hier immer für dich da sein, Ruby. Ja, ich weiß. Ich bin wieder da, wenn ich zurückkehre. Gekommen sind. Oh, danke, ich. Oh nein! Schnell, Freunde, hier lang! Ja.
macht Petri denn hier? Mir helft euch deswegen hier, schnell! Mir Weg zu sicheren Platz gesät. Großvater Langhals? Auf mit euch! Na komm, Skip, du auch! Ich hab dich! Und hoch geht's! Ihr seid gerettet! Oh. Littlefoot! Petri? Zera! Wir haben uns Sorgen um euch gemacht, deswegen sind wir euch gefolgt. Ich wusste, wir finden euch nie, wenn wir nicht hier raufsteigen. Wir euch gefindet, aber dann fängt die Feuer an. Habt keine Angst. Wir kehren zurück, sobald das Feuer nachgelassen hat. Na also. Das Feuer ist schneller gelöscht, als ich dachte. Da haben wir aber so für ein Glück, löscht das Feuer schnell aus. Juhu! Hurra! Skip, du bist im großen Tal herzlich willkommen. Japp, japp, japp. Ach, meinst du wirklich? Ich meine, ich habe keine Familie, bei der ich bleiben kann. Glaub mir, Skip. Im großen Tal zu leben ist, als ob man mit einer großen Familie zusammenlebt.